Darf ich es wagen, Sie um eines zu fragen? Sind Sie mir nicht böse? Doch mich macht's nervös. Fräulein, nur eine Frage, sind Sie nicht in der Lage, eins mir zu erklären? Denn ich möchte es gerne hören, wenn ein Fräulein keinen Herrn hat und ein Herr hat keine Mai. Was tun Sie denn da? Tun Sie denn da? Sie tun mir beide leid. Wenn ein Jüngling keinen Frack hat und die Maid kein Abendkleid. Was tun Sie denn da? Tun Sie denn da? Sie vertreiben sich die Zeit. Danke sehr, diese Frage war nicht schwer. Danke schön, bitte, bitte, gern geschehen. Danke sehr, bitte noch einmal rasch, bitte noch einmal den Refrain. Wenn ein Fräulein keinen Herrn hat und ein Herr hat keine Maid. Was tun Sie denn da? Tun Sie denn da? Sie tun mir beide leid. Fräulein! Was wollen Sie denn? Fräulein, darf ich Sie auf etwas ganz Entzückendes aufmerksam machen? Auf was denn? Auf mich! Wenn ein Mädchen liegt im Grase und ein Jüngling auf der Flur, was tun sie denn da? Was tun sie denn da? Sie bewundern die Natur. Wenn der Gatte spät nach Haus kommt, zu der Frau im Mondenschein, was tun sie denn da? Ja, was tun sie denn da? Sie haut ihm eine rein. Wenn Herr Kohn verliert beim Rennen und Herr Meier auf der Börs, was tun sie denn da? Tun sie denn da? Sie gehen in Konkurs. Wenn ein Pinscher steht beim Eckstein und beriecht ihn intensiv, was tut er denn da? Tut er denn da? Er entziffert einen Brief. Danke sehr, diese Frage war nicht schwer. Danke schön, bitte, bitte, gern geschehen. Danke sehr, bitte noch einmal rasch, bitte noch einmal den Refrain. Wenn ein Fräulein keinen Herrn hat und ein Herr hat keine Mai, ja, was sind Sie denn da? Ja, was sind Sie denn da? Ach, Sie tun mir beide leid.